So, hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video beschäftigen wir uns mit der KE Jetronic, hier gezeigt am 107er, am 560 SL. Die KE Jetronic ist aber noch in weiteren Modellen verbaut worden in den 80er Jahren, beim 126er finde ich die auch und beim 201er. Auch heute möchte ich euch das zeigen am 107er Mal, das Zusammenspiel zwischen Leerlaufsteller und Stauscheibenpotti, was die so machen, wenn man im Leerlauf anhaben und dann die Stauscheibe manuell mal nach unten drücke, quasi Last anlegt. Was die zwei dann so machen, das schauen wir uns in dem heutigen Video an. Zum Stauscheibenpotti gab es schon mal ein Video hier auf dem Kanal, die Infokarte blende ich euch ein. Genauso wie zum Leerlaufsteller, den Ausbau vom Leerlaufsteller habe ich auch schon mal vorgestellt hier auf dem Kanal. Die Infokarte blende ich euch jetzt auch ein und findet ihr ganz zum Schluss vom Video als Videokarte im Abspann dann auch nochmal drin. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir bauen den Luftfilterkasten ab, damit wir an unserem Mengenteiler, an unserem Potti und an unseren Leerlaufsteller vernünftig hinkommen. Und dann fangen wir an, die Multimeter anzuschließen und schaut uns mal an, wie die Werte da so aussehen. So, als erstes prüfen wir auf die Stauscheibe dann in Nullstellung, das heißt im Leerlauf dann auch komplett am Nullanschlag oben anlegt oder auf sehr klein bisschen aufmacht. Das kann natürlich dann auch der Grund sein für eine erhöhte Standdrehzahl, wenn zusätzlich zum Leerlaufsteller, der ja dann im Leerlauf die Luft quasi zum Motor bringt für die Verbrennung, wenn zusätzlich da noch die Stauscheibe ein Stückchen weiter unten steht, dann bekommt ja der Motor zu viel Luft und das sorgt wieder für eine erhöhte Drehzahl. Das könnt ihr ganz einfach optisch prüfen, wenn man den Motor anmacht und die Stauscheibe dann ein Stückchen aufmacht. Das darf nicht der Fall sein, weil im Leerlauf regelt der Leerlaufsteller, der elektronisch angesteuerte Leerlaufsteller, den wir hier haben, die sogenannte Zigarre, regelt ja dann die Luftzufuhr durch den Querschnitt und die Lufteinsteuerung dann für die Verbrennung im Motor. Vorab könnt ihr natürlich nur prüfen, ob das komplette Gasgestänge irgendwie auf Spannung liegt oder ob ihr hier noch etwas Luft habt. Wenn das natürlich alles ein bisschen zu straff ist, ein bisschen zu eng ist, macht die Stauscheibe dann natürlich nach dem Motorstart schon ein Stückchen weit auf und das darf auch nicht der Fall sein, sondern erst wenn ich das Gaspedal betätige, das Gasgestänge sich dann verschiebt auf die Stauscheibe aufmache und der Leerlaufsteller wird dann dementsprechend deaktiviert und die Luftsteuerung funktioniert ja dann über diese Stauscheibe hier oben. Ziehen jetzt mal den Stecker vom Leerlaufsteller ab und schaue dann, was mit der Motordrehzahl hier im Stand dann passiert. So, was passiert, wenn der Leerlaufsteller stromlos ist? Wir haben vorher im Stand, haben wir den zweipoligen Stecker abgezogen. Die Motordrehzahl hat sich daraufhin erhöht. Der Leerlaufsteller hat komplett aufgemacht und der Motor bekommt dann je nach Querschnitt vom Leerlaufsteller dann auch die Luft,
um weiter verbrennen zu können. Sonst würde, wenn der komplett zumachen würde, die Stauscheibe komplett an der Leerlaufstellung oben steht, würde der Motor keine Luft mehr bekommen und würde euch dann somit absterben. Der Leerlaufsteller regelt dann auch, wenn ihr jetzt an der Ampel fahrt, noch in D-Position im Automatikgetriebe seid, betätigt ihr ja nicht das Gaspedal, das heißt die Stauscheibe ist ganz oben. Der Motor würde ja dann keine Luft mehr zur Verbrennung bekommen und das regelt dann alles elektronisch dieser Leerlaufsteller, abhängig von der Temperatur, vom Kühlwasser und abhängig davon, was die Lambda-Sonde, wenn ihr einen Katalysator habt, dem Steuergerät zur KE-Chatronik dann auch meldet. Wenn ihr Probleme habt mit schwankenden Motordrehzahlen, gerade bei der KE-Chatronik, dann bietet sich an, das systematisch vorzugehen. Jetzt hier, wie in dem Video gezeigt, baut mal den Leerlaufsteller raus. Wie gesagt, die Infokarte zu dem Video, wie man den Leerlaufsteller ausbaut, habe ich ja schon mal in einem Video erklärt. Die Infokarte habe ich euch vorher eingeblendet. Kommt auch noch ganz zum Schluss als Videokarte zum Anklicken. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Den würde ich erstmal überprüfen, ob der überhaupt noch sauber ist und ob er überhaupt noch schält, wenn er zum Beispiel mit dem Netzteil 12 Volt anlegt, ob der noch auf und zu macht, ob der überhaupt elektronisch noch angesteuert werden kann oder auf der defekt ist. Das nächste wäre dann, den Potti mal durchzumessen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Die Infokarte habe ich euch vorher eingeblendet. Messt den mal durch, auf die Spannungen, auf die Widerstände, so dementsprechend anliege, so wie sie sein sollen. Oder auch für beim Betätigen der Stauscheibe dann unterschiedliche Werte im Multimeter angezeigt bekommt und es dann einen Rückschluss gibt, dass dieser dann eventuell defekt ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen, es war informativ für euch. Heute die Technik der KE-Chatronik, das Zusammenspiel zwischen Potti und Leerlaufsteller. Wenn ihr über den Kanal noch kein Abo habt, wird es sich jetzt anbieten, unten auf die Abonnierfläche zu drücken und aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgestellt wird. Ich bedanke mich vielmals für das Interesse, was da war und ich hoffe, ich sehe euch alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.